Freunde des Blauen Wunders, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blue Byte Backstage. Heute ein ganz besonderer Ort, an dem wir uns befinden, hier auf der Gamescom in Köln. Ganz viele Spiele haben wir hier angekündigt und die möchten wir euch jetzt auch direkt vorstellen. Unter anderem Anno Online, da bin ich gespannt, los geht's! Anno Online wurde gestern in der Ubisoft-Pressekonferenz angekündigt und wir freuen uns sehr, es hier auf der Gamescom präsentieren zu können. Wir haben den Retail-Titel angepasst, sodass man ihn häppchenweise im Browser spielen kann. Es ist ein waschechtes Anno und keine abgespeckte Version. Es wurde in Flash erstellt und wir haben in den letzten Monaten wirklich hart daran gearbeitet, die Grenzen von Flash auszureizen. Wir haben einen neuen Maßstab gesetzt in dem, was technisch möglich ist. In Sachen Gameplay gibt es die ganzen Kernelemente, die die Fans kennen und lieben. Zudem gibt es viele gesellschaftliche Features, bei denen man zusammenarbeiten muss, um bestimmte Quests zu bestehen. Might and Magic Heroes Online ist der neueste Teil der Might and Magic-Reihe. Es ist eines dieser Spiele, die keine große Erklärung erfordern. Wenn du jemanden siehst, der es spielt, erkennst du direkt, dass es ein Heroes-Spiel ist. So markant ist es. Might and Magic Heroes Online ist unsere Vision dessen, wie es wäre, ein solches Spiel online zu spielen und zudem ein AAA-Game für den Browser zu produzieren. Das war unsere Herangehensweise und es sieht wirklich atemberaubend aus. Für ein Browser-Game in Flash nehmen wir keine 3D-Modelle für alles. Der Hauptcharakter ist in 3D, doch die ganzen Gegner und Hintergründe und so weiter werden in 2D gehalten. Doch da die Modelle die hohe Qualität von Heroes 6 haben, konnten wir das Maß an Qualität erreichen, auf das wir abzielten. Wir glauben, dass wir hier eine neue Generation von Browser-Games geschaffen haben. Falls jemand ankommt und sagt, ah, hier haben wir ein Heroes Lite, dann kontere ich gerne mit einem, nein, es ist eher ein Heroes Ultimate. Es ist ein Online-Spiel und darum sind tausende und abertausende Spielstunden erforderlich. Die Community formt sich um ein Spiel, das überaus tiefgängig und reich an Inhalt ist. Wo ein Spiel wie Heroes 6 über 100 Stunden Spielzeit mit sich brachte, brauchen wir hier tausende, denn so läuft das bei einem Online-Spiel. Dahingehend haben wir einige Feinabstimmungen gemacht, die anstatt das Spiel weniger anspruchsvoll zu machen, das Skillsystem anheben, zum Beispiel in den Schlachten. Wir sind gespannt, wie das bei den Spielern ankommt. Wir glauben, es ist wichtig, dass man schnell einsteigen kann, aber auch lange dabei bleibt. Das war die größte Herausforderung, aber wir glauben, dass wir das ganz gut gelöst haben. Moin Kaloins, wir sind hier live auf der Gamescom 2012. Ihr könnt sehen, die Bude ist rappelvoll und das Blue Byte Team ist hier und wir präsentieren natürlich auch Silent Hunter Online. Und zum ersten Mal gibt es auf der Bühne bewegte Bilder vom Spiel zu sehen und wir stellen einem großen Publikum die Features im Detail vor. Und falls ihr nicht da gewesen seid, ist es schade, aber ich kann euch einen kleinen Überblick geben über die Dinge, die ich auf der Bühne gesagt habe, als da wären. Natürlich kennt ihr Silent Hunter als Spiel, wo ihr an Bord eines Bootes auf die Jagd gehen könnt. Ihr jagt gegnerische Konvois im Zweiten Weltkrieg. Dieses Feature haben wir natürlich auch in unserem Free-to-Play-Spiel Silent Hunter Online beibehalten, aber wir haben auch zusätzlich neue Features, als da wären. Eine dynamische Kampagne, an der alle Spieler aktiv teilnehmen können und deren Verlauf alle Spieler aktiv mit beeinflussen können. Das heißt, all eure Erfolge und all eure Aktionen haben eine konkrete Auswirkung auf alle anderen Spieler und auf die Dominanzverhältnisse im Atlantik. Ein weiteres neues Feature ist das Flottenmanagement. Zum ersten Mal kontrolliert ihr nicht nur ein einziges Boot, sondern ein ganzes U-Boot-Geschwader. Das heißt, ihr habt mehrere U-Boote und die müsst ihr individuell ausrüsten, auf dem neuesten Stand halten oder auch gegen neue Schiffe austauschen. Das ist eine ganze Menge Arbeit, da kommt viel Detailkram auf euch zu, aber es lohnt sich, denn bessere Schiffe erhöhen eure Chance, im Gefecht nicht der Gejagte zu werden, sondern immer der Jäger zu bleiben.
Ein weiteres wichtiges Standbein der SAO-Erfahrung ist der Multiplayer. Abseits von der dynamischen Kampagne haben wir natürlich auch die Wolfpack-Geschichte, das Wolfstrudel-Feature. Ihr könnt alle Missionen mit bis zu 4 Spielern im Koop spielen, was eure Erfolgschancen natürlich erhöht. Denn ihr könnt Gruppentaktiken einsetzen, Ablenkungsmanöver und euch mit euren Mitspielern absprechen. Das war's für den kleinen Feature-Überblick von Silent Hunter Online. Das waren die Features, die wir auf der Bühne im Detail vorstellen. Es ist schade, wenn ihr nicht da gewesen sein konntet, aber als Trostpflaster, ihr habt weiterhin die Chance, euch für die Closed Beta anzumelden, die sehr bald starten wird. Geht dazu am besten auf silenthunteronline.com und registriert euch. Von der Gamescom 2012, Ahoi Kaloins! Siedlerfans, ich bin hier auf der Gamescom auf dem Ubisoft-Stand und möchte mich erstmal herzlich bedanken bei allen Siedlerfans, die hier waren, uns kräftig unterstützt haben und gejubelt haben, während wir auf der Bühne standen und euch die neuesten Feature vorgestellt haben von die Siedler Online. Wer die Präsentation leider nicht sehen konnte, hier eine kurze Zusammenfassung, was wir denn alles vorgestellt haben. Wir haben das neue Tutorial vorgestellt, die Wirtschaftsübersicht und das Handelsfenster, was ihr ja schon bereits auf den Testservern spielen könnt. Zwei neue Feature, die bisher noch gar nicht bekannt waren, haben wir auch vorgestellt, wie zum Beispiel die Ereignis-Pinnwand, die euch einen kompletten Überblick über eure Zone gibt, euch die Möglichkeit gibt, innerhalb von wenigen Mausklicks eingefallene Brunnen und Felder und Minen wieder aufzubauen. Somit spart ihr sehr viel Zeit und ihr werdet auch natürlich in unserem Forum einige neue Screenshots dazu sehen und ein paar mehr Funktionen entdecken können. Ein anderes Feature, was wir ebenfalls vorgestellt haben, ist der Vorabkampfbericht. Dieser gibt euch die Möglichkeit, nachzugucken, bevor ihr kämpft, ob das jetzt eine gute Idee ist, anzugreifen oder nicht. Ihr könnt jedes Mal gucken und ein neuer General zeigt euch dann, ja, ist gut, könnt ihr so angreifen oder nein, blöde Idee, lasst es lieber und stellt nochmal eure Einheiten um. Ich hoffe, ja, euch hat es gefallen, die hier waren. Für alle, die nicht da waren, bereitet unsere Community Manager natürlich ein Riesenpaket vor, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Das war's für Bluebird Backstage heute. Danke, dass ihr dabei wart und uns auf der Gamescom begleitet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.